Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind im April angekommen. Ich habe eben gerade schon die Tour mit Klamotten gemacht, beziehungsweise mit dem Stoff, und habe 2000 Einheiten Stoff hierher geholt, damit wir noch eine Kiste mehr hier auf jeden Fall bekommen, bis wir die Klamotten verkaufen können. Ich habe hier mal ganz kurz bei den Eiern nachgeguckt, wann wir die das nächste Mal verkaufen können. Da ist der Juni eigentlich sozusagen prädestiniert dafür, beziehungsweise Juni, November. Da in der Richtung, dass wir da mal 2500 wieder pro Eierpappe kriegen. Bei der Hirse, ja gut, da müssen wir jetzt wieder bis Januar warten. Also das lassen wir erstmal im Lager liegen, aber die müssen wir jetzt demnächst auch mal hochtransportieren, sowohl als auch den Mais. Aber als erstes erstmal die Hirse. So, was haben wir noch? Jede Mene Miste, es rappelt in der Kiste. Achso, Kleidung, genau, wollte ich gucken. Da ist im Mai quasi jetzt High Pricing. Also wir sind jetzt schon eigentlich ganz gut unterwegs mit 18.000. Aber ich warte noch den nächsten Monat ab, dann kriegen wir vielleicht noch ein bisschen mehr raus aus den Klamotten und haben noch eine Kiste mehr. Dann haben wir wieder 8 Kisten Klamotten. Die anderen 6, die stehen übrigens hier, die habe ich immer irgendwann abgeladen. Weiß nicht, ob das so gut war oder nicht gut war. Egal, habe ich übers mal gemacht. So, dann, da wir April haben, erstmal gibt es 2 Überlegungen. Die erste Überlegung ist, ich kaufe mir den kleinen Hänger wieder, den ich verkauft habe, dass das für diese schnellen auf dem Hof rückwärts irgendwo mal Ranfahrtouren ist dieser lange große Hänger einfach doch denn zu unhandlich. Also einfach, wie gesagt, jedes Mal hier oben rückwärts ranfahren oder eben hier sich daneben fahren, damit man das abladen kann, ist immer alles so ein bisschen schwierig, genauso wie da beim Eier abholen oder so. Das ist dann auch ein bisschen schwierig. Theoretisch könnte ich natürlich auch auf der gleichen Art und Weise dann das Getreide da reinbringen, indem ich die Rungen dort anbaue und ähnliches. Die Seitenwände. Geht mir einfach um das Rückwärtsfahren und das schnelle Fahren und um das schnelle mal zum die Wolle durch die Gegend fahren. Also da passen genügend Paletten drauf, dass man schnell mal die Wolle durch die Gegend fahren kann. Deswegen werde ich wahrscheinlich mit diesem kleinen Anhänger nochmal doch wieder zurückkaufen. Ja, ich hätte einen kleinen, der die Autoloader-Funktion nicht hat, halt verkaufen können. Das wäre okay gewesen, aber den anderen zum Rückwärtsfahren. Ich meine, ich habe ja auch den Hänger hier. Ich könnte ja auch mit dem Hänger alles erschlagen, bräuchte ja den gar nicht. Deswegen, also man hat auf dem Hof mehrere Hänger für mehrere Funktionalitäten und ich denke, das ist ganz soweit ganz okay dann. So, hier werden wir jetzt mal ganz kurz erstmal das Rohr einfahren. Das stört mich schon seit Ewigkeiten, dass das hier so rumsteht. Mit ausgefahrenem Rohr. So. So. Guti. Dann haben wir April. Also erstmal die Überlegung. Zweitens ist April der erste Schnitt dran. Wir sehen hier, ne, es blüht in der Wiese. Das heißt, die Wiese ist voll ausgewachsen. Und wir können sozusagen den ersten Schnitt machen. Und das brauchen wir auch. Und dann kommen wir gleich zu dem nächsten Thema. Moment, ich werde da mal ganz schnell hinspringen. Kann ich nicht besuchen? Okay, dann kann ich es nicht besuchen. Okay. Gut, von mir aus. Hoppsala. Ich möchte nicht mit der Kettensäge in den Schafstall laufen. Die Schafe schärft man anders. Nicht mit der Kettensäge. Das sieht ein bisschen blöd aus. So. Denn, wie wir sehen, hier liegt kein Futter mehr davor. Sie haben noch 4360 Liter. Das heißt also, sie haben quasi gerade den letzten Ballen sozusagen reingeworfen bekommen. Und ja, die Wolle ist weg. Aber was wir uns noch angucken können, und da bin ich jetzt auch am Überlegen, ob ich mir nicht denn doch schon langsam aber sicher mal so einen Anhänger kaufe. Ich könnte hier schon wieder die nächsten 5 Schafe verkaufen für jeweils 1000. Und wenn ich das auswähle und sage, ich möchte da 5 Schafe verkaufen und 250 Euro gehen jedes Mal verloren. Ich möchte das ja häufiger machen und kaufen und dann und so weiter. Ne? Ich möchte diesen Stall ja quasi als Zuchtstall in rollender Funktion haben, gar nicht als Wollstall, weil mir eigentlich der Stall da hinten genügend Wolle abschmeißt, damit ich genügend Wolle in meiner Produktion für die Wolle habe. Keine Ahnung, warum das so langsam ist da oder ob die Wollproduktion irgendwie angehoben wurde. Aber wenn man hier mal guckt, bei der Stoffproduktion, da sind jetzt 16.000 Liter Wolle drin. Das wird ja fast gar nichts weniger, ne? Also ich meine, 2800 gehen pro Tag weg. Ich kann aber pro Tag, glaube ich, knapp 4000 dahin fahren aus dem Stall dort oben. Also da, oder zumindest 2000 kriege ich auf jeden Fall aus dem Stall da oben immer hin. Also die Wolle reicht aus. Deswegen würde ich den hier als sozusagen rollenden Zuchtstall haben. Und dann würde ich immer sagen, dass ich verkaufe, wenn quasi die Geschlechtsreife, hier ist noch nicht erreicht, hier ist sie fast erreicht, also sagen wir, im nächsten Monat ist das Ding, sind die geschlechtsreif und können sich dann halt dementsprechend reproduzieren.
Und hier sieht man, die Reproduktionsrate ist bei 40%. Es dauert also auch noch wieder 5 Monate. Also es geht, glaube ich, in 20%-Schritten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 10 oder 20%-Schritten sind, aber ich meine, es sind 20%-Schritten die Reproduktionsrate. Das heißt also, dass dann hier in 5 Monaten quasi die nächste Reproduktion da wäre. Hier ist um einen Monat, von 13, 12, das also müssen auch 8 Monate sein, ja genau. Also 8 Monate dauert es, bis sie geschlechtsreif sind, und dann können sie sich alle 5 Monate anscheinend reproduzieren oder 10 Monate. Da muss ich nochmal drauf achten. Also jetzt steht hier 40, meine ich habe 20 gelesen im letzten Monat. Und hier sieht man halt 25% geschlechtsreif. Also 2 Monate, ja, sind 2 Monate um, wo ich die neuen Schafe gekriegt habe. Ja, dann passt das mit 20%. Das heißt, wenn wir immer 5 Schafe haben, reicht die Reproduktionsrate von einem Geschlechtsreifen aus, und innerhalb der Zeit werden ja mehrere Schafsgruppen geschlechtsreif. Das heißt also, wenn wir das einhalten, alle 2 Monate, glaube ich. Ich glaube, wenn ich alle 2 Monate 5 Schafe verkaufe aus diesem Stall, dürften die dann immer, also sagen wir mal, dürften die erwachsen genug sein. Ob die dann schon so viel wert sind, dass sich das lohnt, durchrollen zu lassen, das glaube ich nämlich nicht, weil ich glaube nicht, dass die dann schon die Tausender wert haben oder sowas. Müssen wir mal gucken. Also hier werden wir ja, an dem Stall werden wir ja sehen, wie viel sie maximal irgendwann mal wert sind, und da werden wir sicherlich dann auch mal eine Hälfte von verkaufen und dann das vielleicht von hier dann ein paar rüberfahren oder so. Also ich glaube, mit einem eigenen Anhänger kann ich nämlich auch zwischen den Ställen hin und her fahren. Also ich könnte hier sozusagen Jungzucht betreiben und von da ein paar alte holen oder sowas, und dann müssen wir mal gucken, wie wir das so sozusagen machen, dass wir hier diesen Stall als Zuchtstall nutzen, damit dann da oben immer junge Schafe drin sind, damit immer optimale Wolle da oben kommt, und die alten Viecher, die werden dann halt eben einfach mal, was weiß ich, zum Abdecker gebracht. Gut. Das erstmal noch dazu. Also, wir müssen sozusagen auch Schafsfutter herstellen, deswegen hier auch Wiese, ne? Erster Schnitt ist möglich. Dieses Feld wird natürlich dann auch im April vorbereitet auf die Aussaat der Hirse. Ich will hier nochmal einmal Hirse machen auf dem großen Acker hier, und dann müssen wir hier einmal Unkrautbekämpfung machen, wobei wir hier mit dem Striegel drüber gehen könnten, was uns sicherlich auch ein paar Punkte bringt. Apropos Punkte bringt, wir gucken mal ganz kurz, ob die Bewertung der Felder sich geändert hat. Neulan hat auch nicht geholfen gehabt. Nee, ist immer noch hier 70%, ne? Also wir haben immer noch keinen. Die Bewertung für meinen Dünger ist immer noch negativ. Hier ist anscheinend der Naturdünger von den Rüben noch drin, aber Kalk sagt er mir auch noch immer negativ, also nicht optimal, obwohl, ne, wenn du hier drauf guckst, Wert ist perfekt. Waren mit dem Kalker drüber. Ich habe keine Ahnung, wann das neu berechnet wird oder wie oder was auch immer da schief läuft, aber auf jeden Fall es macht ein ganz komisches Gefühl sozusagen bei mir. Gut, das heißt, wir werden als erstes mit in diesem guten Fahrzeug hier erstmal nichts tun und das dann hier ganz in Ruhe abhängen. Den Dünger lasse ich aber drinne, weil muss ich mit Dünger nochmal hier drüber? Nee, eigentlich ich dachte, ich müsste da mit Dünger nochmal drüber, die Rüben, aber eigentlich ja nicht. Die haben ja einen perfekten Zustand. Nö, dann kann ich auch den Pflanzenschutz hier sozusagen dann wieder herausgeben. Problem ist, dass das nicht auf einer Seite stehen wird wieder. Na, steht wieder auf 2 Seiten. Naja, gut. Das werden wir dann mit dem Hänger da umorganisieren, dass das besser passt. So, und dann kann ich... Upsalat, das wollte ich jetzt nicht... Ah, stellt sich wieder auf, sehr gut. Dann kann ich hier das Gift einladen. Also das letzte Gift, was wir haben. Und dann können wir nämlich dann die Unkrautvernichtung auf dem Rübenacker machen. Dann ist das nämlich schon mal erledigt. So, und dann ist das Rübenfeld sozusagen abgearbeitet und fertig. Am Gewächshäusern müssen wir natürlich noch Wasser hinbringen und ähnliches, aber das kommt dann auch noch. So. Dann wollen wir mal so den hier ausfahren. Und der weiß ja automatisch, dadurch, dass er Pflanzenschutz drin hat, was er jetzt da machen soll, und dass er jetzt sogar nur so ein bisschen rumspritzt mit dem Zeug. Und wir fahren hier mal über den Rübenacker drauf oder auf den Rübenacker drauf. Drücken. X. Ne, nicht X. B. Drücken B und fahren sozusagen auf dem Feld drauf und dann
Wird hier schön fein säuberlich. Beim Rübenacker sieht man übrigens das Unkraut sehr gut, ne? Also weil das hier sehr schön auseinander steht, die ganzen Pflanzen und alles. Das ist schon mal sehr schön. Da kann man auf jeden Fall gut sehen, wo man das Unkraut zu bekämpfen hat und wo es bekämpft wurde. Das hat natürlich auch einen positiven Effekt auf dieses Feld. So, ich fahre jetzt einfach da rein, weil ich hier Pflegebereifung habe ich drauf. Es geht also, nee, nicht X. Ach so, zusammenklappen kann ich, während das an ist. Das finde ich ja witzig. So, also das ist nicht automatisch ausgegangen, weil ich ihn zusammenklappen wollte jetzt gerade, ne? Hätte ich jetzt eigentlich erwartet, weil sich immer so vehement beschwert darüber, dass er doch bitte ausgeklappt sein soll, wenn er arbeiten will. Was andersrum genauso funktioniert. So, dann schieben wir ihn ein bisschen rückwärts, damit er gerade steht einigermaßen. So, dann E drückt, upsala, vorwärts sich fahren. Hoch und Acker, so. Interessant, interessant. Also zusammenklappen geht auch im eingeschalteten Zustand. Wie gesagt, das sind alles so Kleinigkeiten, wo man dann immer so sagt, so, hätte man dran denken können. Entwicklung. Kleines Augenzwinkern mal wieder. Dass das nicht perfekt ist, das Spiel, das denke ich mal, wird keiner abstreiten. Glaube ich auch keiner der Programmierer. Die werden natürlich alle ihr Bestes geben und versuchen, so fehlerfrei wie möglich zu programmieren. Und es ist halt in den vielen Fällen einfach nicht möglich. Nicht X. Komplett fehlerfrei zu programmieren. Das geht gar nicht. Also es wird nie. Ich doch X. Hier auch einmal querfahren. Also das Feld, das sollten wir quer bestellen und bedienen hier und nicht mal links. Mache ich hier Kreise drauf? Naja. Wie gesagt, also da denke ich mal, das ist, es ist auch schwer, überhaupt fehlerfrei zu planen und dann auch noch, wenn dann sozusagen auch noch die Fehlerfreiheit bei der Programmierung herkommen muss, dann, das ist einfach eine Quadratur des Kreises. Es ist, ist halt einfach so. Und dass manche Sachen einfach nicht bedacht werden und ich bin nicht, sagen wir mal, den Weg finden in die Gedanken des Entwicklers und in die Gedanken des Planers, ist auch klar. Das ist bei jeder Software so, die man so erstellt oder beziehungsweise programmiert. Also da kenne ich genügend Beispiele auch aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist. Deswegen ist das ist alles jammern auf hohem Niveau. Das muss ich immer dazu sagen. Klar sind manche Bugs und manche Sachen sind lästig, nervig, irgendwas. Aber es ist bei diesem Spiel immer noch jammern auf hohem Niveau. Da habe ich schon ganz andere Dinger hier im Spielen gehabt, wo man sich gedacht hat, was will uns denn der Entwickler damit sagen? Ne? Also, fällt mir ja alleine nur dieser komische Shipyard-Dingsbums oder dieser Junkyard Simulator da, das Ding, das war ja so grauenhaft, dass wenn du da halt gefahren bist auf der Karte, die Straße nicht geladen wurde, die Straße weg, weil du durch die Straße durchgefallen bist und mal war die Straße über dir wieder da. Also solche Sachen. Ne, ganz bitter, muss ich sagen. Ich habe übrigens die Grafik ein bisschen höher eingestellt. Ich habe hier die Aufnahmeart und Weise geändert. Und teste jetzt einfach mal, ob das jetzt weiterhin so bleibt. Es könnte sein, das müssen wir noch mal testen, wenn wir schnell durch Gras oder durch die Ernte dort laufen, dass dann der Codierer oder die Codierer nicht mehr nachkommt, aber gut. Ne? Gut. Also, dann sind wir zumindest mit dem Rübenfeld jetzt hier erstmal so weit im Rhein, dass das jetzt hier ganz in Ruhe wachsen kann und wir uns nur noch um die sogenannte, wie soll man sagen, um das Erntegerät uns kümmern müssen. Das haben wir nämlich immer noch nicht auf Lager. Und dass wir dann mit dem Erntegerät quasi hier gut drauf klarkommen. So, und dann werden wir jetzt die Feldspritze abstellen. So. Wir werden uns den Grover schnappen. Den brauchen wir nämlich jetzt. Den habe ich günstigerweise rückwärts so weit reingeschoben, dass das ein bisschen blöd steht.
Und werden das große Feld sozusagen anfangen zu grubbern und ja. Also Schafsfutter, sage ich mal, ist diesen Monat dran. Also wir müssen diesen Monat alle Flächen, die wir unbedingt abmähen wollen für Schafsfutter, auch wirklich abmähen, damit wir dann in kürzerer Zeit dann natürlich auch wieder Silage machen können. Weil die brauchen wir natürlich auch zum Geld verdienen, weil das war ja schon nicht schlecht. Also ich glaube, das hat uns gut und gerne 75.000 Euro gebracht, die Silage aus dem letzten Jahr. Und das, die sollten wir auf jeden Fall wieder mitnehmen. So, nun stehen wir hier genau am Feldesrand. V gedrückt und ab dafür. Das dauert wieder ein bisschen länger. Ihr werdet mich jetzt noch 5 Minuten jetzt dabei sehen. Ich denke mal, dass ich dann einen Großteil des Feldes grubbern werde. Ja. Wir haben auch früh angefangen, ne? Ich habe um 5 Uhr habe ich die. Ups, Salat. Moment. Da habe ich was nicht gegrubbert gekriegt. Eigentlich wollte ich rückwärts fahren. Ja, wie gesagt, Aufträge gibt es übrigens immer noch nicht. Oder beziehungsweise weiß ich nicht, im April habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, aber im letzten Monat gab es keine. Das ist sehr traurig, denn ich hätte ganz gerne eigentlich so den einen oder anderen Auftrag nochmal, damit ich auch ein bisschen Geld nebenbei verdiene. Aber gut, wenn es so ist, dann ist es so. Ja, das frühe Anfang war, also es war früh noch hell hier auf der Karte, dass man so ganz in Ruhe da die Fahrt machen konnte. Und ich wollte halt eben so schnell wie möglich die Klamotten da haben, damit wir dann im Mai auch wirklich beim Verkauf halt die 6. Box dort haben. Vielleicht kann ich am Monatsende nochmal hochfahren, nochmal eine Klamotte holen, dann kriege ich noch eine Box mehr. Was mache ich denn hier für eine Fahrerei? Warum melden die denn das nicht gerade? Kamerad, was ist los mit dir, Tracker? Jetzt los. Du machst ja Sachen hier. Anfahren am Berg, war das gerade mit angezogener Handbremse, oder wie? Keine Ahnung, sah so aus, ne? Eieieiei, ganz bitter. So, da haben wir eine schöne Zackenbart rein gemacht hier. Das sieht ja aus wie ein Bissbogen. So. Gut, verschlucken tut er sich immer mal wieder, ja, mit dem FPS. Das ist aber, das muss einfach an meinem RAM oder so liegen. Also ich glaube, da ist irgendeine Einstellung oder irgendwas ist da doof. Da muss ich wirklich nochmal, weiß nicht, vielleicht muss ich nochmal einen Satz neu nachkaufen oder wirklich dann jetzt demnächst aufrüsten und den Rechner mal wieder erneuern. Eigentlich hätte ich das erst im nächsten Jahr vor, Rechner neu zu machen. So zumindest die Planung. Aber da wüsste ich auch nicht, was ich mit der alten Technik mache, weil meinen Eltern bräuchte ich das auch nicht mehr bringen. Machen zu wenig am Rechner, dass sie den vom Powerhouse bräuchten. Ich denke, das kann ich immer noch mal ganz gut irgendwo loswerden. Egal, wir werden sehen. Ja, was war noch? Das war eigentlich alles erstmal, ne? Die Schafe dort haben noch Futter. Also da habe ich genügend Futter davor abgestellt, dass das geklappt hat, dass das gereicht hat. Und bei dem Schafstall, muss ich sagen, habe ich irgendwie das ganz gut im Gefühl gehabt, wie viel ich dort brauche. Ne? Also dass es wirklich jetzt bis diesen Monat halt gereicht hat und nicht zu viel, nicht zu wenig war. Aber es war nicht so. Also, sagen wir mal, es ist eher Zufall, als dass es wirklich geplanter Erfolg war. Da bei der Aktion auf dem Acker. Aber gut, das ist. Ne? Manchmal muss man ja auch den Zufall einfach als Können verkaufen. Das sieht ja dann auch ganz gut aus. So, mache ich jetzt hier eigentlich den. Die Wiese geht da nicht mal kaputt. Früher ist die Wiese mit dem Skorbern kaputt gegangen, ne? Naja. Also die Wiese nehmen an, wenn man auf der Wiese quasi gegrubbert hat, wo eigentlich nicht grubbern. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ganz früher ist auch, glaube ich, durch den Traktor die Wiese mal kaputt gegangen, wenn du drüber gefahren bist. Was dann natürlich bei der ganzen Mähaktion immer dafür geführt hat, dass man dann mal weniger Ertrag hatte und so. Das war alles mal ein bisschen blöd und so. Ne? Dann ist aber, glaube ich, das hat man aus spieletechnischen Gründen mehr entfernt, damit das ein bisschen besser funktioniert. Die falsche Taste. Normalerweise, wenn du mit einem Grubber über eine Wiese ziehst, ne, dann ist die Wiese Schrott, ne? Aber naja. Es ist ja okay. Das ist ja jetzt wirklich aus. Sonst würde ich ja jedes Mal hier die Wiese mal kaputt machen, wenn ich sowas machen würde. Also das ist wirklich spielt technischer Sicht sinnvoll, dass das so funktioniert, wie es funktioniert. So, dann fahren wir da wieder runter und dann werden wir nachher, wenn wir jetzt gleich oben sind.
oben auch mal einmal, oder wir werden, nee, wir fahren noch mal quer hier. Und dann fährt mal da hinten den Bogen rum. Und dann male ich so langsam mal sicher das Feld aus mit dem Grober hier. Wie gesagt, da ist wirklich dann demnächst der auf hoch in die 9 Meter Ära ist da, glaube ich, dann für solche Felder schon durchaus angebracht. Wobei ich noch nicht weiß, ob es auf diesen mit diesen Feldern oder dann erst, wenn ich da noch zwei Felder dazu gekauft habe, endgültig auf die 9 Meter geht. Aber gut. Gut. Dann würde ich sagen, entlasse ich euch erstmal. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben zumindest den Plan für die nächste Zeit schon mal festgelegt. Und wissen, dass wir im April, im Monat April jetzt wahrscheinlich einige Folgen verbleiben werden. Da ja hier Aussaat ähnliches und so weiter ansteht. Das ist natürlich dann schon, ja mal. Da kommt schon viel Freude auf. Ich habe kurzzeitig mal überlegt, ob ich bei der Seetechnik nochmal reingucke, ob ich da nicht das 250 PS irgendwas finde, was schon 9 Meter hat. Das können wir jetzt nochmal kurz gemeinsam machen, genau. Da habe ich nämlich nur noch drüber nachgedacht, ob ich das mal mache. Aber das können wir jetzt gemeinsam machen. Wir können bei der Seetechnik mal gucken, ob wir da vielleicht eventuell was finden, was wo wir sagen, okay, das ist für die Kohle, die wir jetzt haben, noch und die Erleichterung, die wir dadurch bekommen, vielleicht nicht schlecht, aber. Da gucken wir jetzt mal rein. Wir gucken mal ganz kurz in den Shop. Seetechnik, was es da so gibt. Ob es da eine schöne 9 Meter gibt, die wir benutzen können. Was haben wir hier? Federstedt, 240 PS. Könnten wir benutzen. Sind 8 Meter. Hat aber nicht die Düngefunktion. Die besitzen wir jetzt gerade, ne? Die ziehen wir gerade hinter uns hinterher. Mit Düngefunktion für 270. Oder haben wir die Pöttinger? Ne, wir haben die Kuhn, ne? 6 Meter, 6 Meter. Welche habe ich denn genommen? Kuhn oder habe ich die Pöttinger? Achso, sehe ich jetzt hier nicht. Gelber Deckel, rote. Ist auch nicht viel. Das sagt mir jetzt auch nicht viel. Gut, okay. Also da haben wir auf jeden Fall irgendeine. Die Pöttinger haben wir. Gelber Deckel. Die hat einen weißen Deckel. Alles klar. So, und hier haben wir die Limekin, die hat auch keine Düngefunktion und die Amazon hat wieder eine Düngefunktion, aber da brauchen wir 300 PS für, also da ist nichts sozusagen im erreichbaren Bereich, dass es irgendwie Sinn macht oder für uns Sinn machen würde. So, das ist ja hier schon mal nicht schlecht, die wir da haben. Könnte halt nur schneller fahren, 6 Meter, hat die gleichen Früchte, hat einen größeren Bunker, aber ansonsten ist die nicht besser von der Arbeitsbreite her. Aber im Büro, komm, wir gucken noch schnell mal im Grubber, was gibt's denn da so, was kosten, wie viel Leistung braucht man denn für einen größeren Grubber? Obwohl, ich weiß gar nicht, was ich habe. Habe ich einen Tiefen? Nee, ich habe, glaube ich, einen Grubber, ne? Der Limekin ist ein Grubber, ja. So, was brauchen wir da an Leistung? Der würde gehen, 5 Meter Arbeitsbreite, den habe ich, der hat 5 Meter Arbeitsbreite, das würde das auch nicht passen. 5 bis 8 Meter, das heißt, der ist konfigurierbar, aber wir brauchen 320 PS, hier brauchen wir 250 PS für 6 Meter, da hat man einen Meter mehr. Und nicht so viel, 7,50 Meter für 250 PS, das geht schon. 320 PS ist zu viel, ist zu viel, ist zu viel. 500 PS. Meter, ne, 50 Meter. Also wir könnten uns 7,50 Meter, das wäre der einzige Grubber, der noch, der von unserem Traktor ziehbar ist. Gut, das wäre schon eine Erleichterung. Wenn wir jetzt 5 Meter haben, hätten wir nochmal 50% mehr. Das heißt, wir würden nur anderthalb mal so oft, oder also sagen wir mal, ja, ja wir müssten jetzt anderthalb mal mehr fahren als dann. Also, weißt du, wo wir jetzt dreimal lang fahren, wenn wir dann zweimal lang fahren? Ah, okay. Ja, okay. Ist, glaube ich, nicht so viel Geld im Wechsel jetzt wert, glaube ich. Dann das ist. War der gar nicht, ne? Weiß auch nicht, was die Unterschiede so sind. So ein tiefen Dingsbums, Tiefenlockerer ist ja quasi Flug gleichzusetzen. Naja. Egal, wir werden gucken. Auf jeden Fall wissen wir, dass unsere Grenze bei 260 PS liegt. Also bis dahin können wir jetzt erstmal und sagen wir mal einen Schlepper mit mehr PS besorgen. Könnte auch sehr teuer werden für uns. Und da sind wir natürlich weit von entfernt. Und deshalb wird das mit der Kuhstall. Oder hier oben kommt die Zuckerfabrik nachher hin.
Ah, die stellt uns hier aber auch richtig viel Rasenfläche voll, ne? Die wir immer mähen. Da muss ich auch nochmal mit mir reden. Ob ich das so haben will oder ob ich die Zuckerfabrik denn nicht doch bei mir auf den Hof hinstelle, da oben irgendwo. Also, sie würde auch da oben hinpassen, hinter der Klamotten. Im Klamottenwerk sozusagen. Könnten wir die Zuckerfabrik auch abstellen? Hab ich schon mal geguckt. Also, auch auf diesem komischen, grisseligen Plateau da zwischen Hühnerstall und Schafstall, da würde sie auch hinpassen. Na egal. Gut. Warum nicht vorwärts? Vorwärts ist doch viel schöner. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.